Du hörst Hoffnungs-Botschaft mit Walter Neufeld. Liebe Freunde, liebe Brüder, liebe Schwester, oberschein, dass ihr dran seid. Jesus hat manchmal ganz feine Beispiele. Wir würden dort jene verschiedene Utleihen. Aber wenn wir diesen Text lesen, bevor Jesus überliefert wird und seine Feind, wie dort das Gespräch mit Petrus, und Petrus lebt daran, dass er wird treu sein würde, auch wenn der andere vielleicht würde neu geben, er würde nicht neu geben. Und das fand ich, was Jesus da sagt. Jesus sagt, eier der Huhn gekräht hat, wirst du mir dreimal sagen, dass du mich nicht kannst. Ein anderer wieder, Jesus sagt, ich habe mehr Vertrauen auf dem Huhn, dass er zu seinen Glocken zu schreien wird, als dass du wirst dein Wort anhören. Das ist ein bisschen funny, ja. Und ich bete, dass keiner sich anredet, weil er sei persönlich. Aber Jesus, der wies darauf hin, wo schwach wir sind. Sogar der Huhn weit, wenn er Glockentit schreien wird, aber wie aus Christen vorgehen, verzeihe einfach. Wir haben uns was vorgenommen, wir waren leiftollig sein, und doch sind wir Bramsch. Wir haben uns vorgenommen, wir waren Gott sein, zu unserer Familie, oder wir waren dem Nober verzeihen, aber dann dort der Nober ernst wird, und dann fangen wir an, daran zu denken, dass er gestern was schlechtes uns getan hat, und vor 7 Jahren, und vor 50 Jahren, und sein Opa will so, und wir können nicht verzeihen. So, wir holen uns wird immer weiter nicht. Wir beten, dass Vater unser und vergib uns unsere Schuld, so wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Aber wir vergeben unsere Schuldigen nicht. O Herr Jesus, nun kommen wir nur die und beten, halb uns. Das gibt uns einen Schock, wenn wir daran denken, dass wir so schwach sind, dass wir uns wird nicht anholen können, nicht in ein paar Minuten. Sieh du unsere Kraft, hol du uns Wort und halb du uns stief zu bleiben. Hol du uns fast an deine Hand, dass wir bei dir ankommen. Das beten wir in deinem Namen, Jesus. Amen. Wart im nächsten Mal mit Hoffnungsbotschaft. Das war eine Produktion von Jesus Responde al Mundo de Hoy. Töp möchte bei dem Namen Jesu groß schreiben über Paraguay in der Welt. Kontaktiere uns unter info@jesusresponde.com.